Moin Moin, willkommen zur 28. Folge Captain of Industry. In der letzten Folge habe ich ja hier nochmal ein bisschen die Conveyor Belts umgebaut und bin etwas in den Forschungen weitergekommen. Oh, hier kein Strom sehe ich gerade, weil wir 0 herstellen. Was ist denn hier los? Sieht ja gar nicht gut aus. Der läuft. Der läuft auch. Der kann den Steam nicht loswerden zu dem, weil der hier voll ist. Der gibt das aber eigentlich hier raus und der muss das doch verarbeiten können. Warte mal. Ne doch, der macht 96 und der produziert 96. Die Frage ist nur, kann... Ja, und hier kann ja auch noch Wasser rein. Das ist genau das Problem. Komisch. Könnte eigentlich so funktionieren. Was habe ich denn hier gemacht? Das ist richtig. Da fehlt doch einer. Das kann doch nicht richtig gewesen sein. Okay, müssen wir mal beobachten. Dann wollte ich jetzt auf jeden Fall einmal Öl holen, beziehungsweise wollte ich nicht, muss ich. Was haben wir eigentlich noch hier drin? 64%. Okay, und ich wollte mal Richtung Cargo-Schiff fortschreiten. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, wo ich das Holzding wirklich hinbauen wollte. Weil ich will ja diese hier kopieren und die, das sind die, die in erster Linie Holz brauchen. Von daher wird es am meisten Sinn hier machen. Aber ich will ja auch noch mal ja den Shipyard da weg haben, damit ich hier auffüllen kann und dann soll irgendwann auch hier aufgefüllt werden. Aber ich denke, wir machen das jetzt einfach mal und müssen dann eh irgendwann noch mal ein 8er Cargo-Schiff bauen. Das 6er ist ja jetzt nicht unbedingt so entscheidend oder so schwer zu bauen, dass wir es nicht mehr umbiegen könnten. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal hier noch ein Storage für Diesel am besten. Dann wollen wir hier verschiedene Module dran haben. Und zwar für die L-Dinger. Und zwar für Unit, oder? Das Holz heißt doch Unit Storage, ne? Ja. Okay. Denn hier sieht man jetzt, dass es auch neu mit dem Patch gekommen. Die großen, die L-Dinger haben 360 pro 60 Sekunden. Die M haben 180 und die haben 90 pro 60 Sekunden. Wenn wir das mal vergleichen mit so einem Conveyor Belt, wo ja auch Holz drauf läuft, da haben wir 60, 200, 450. Das ist der mittlere 200. Und das hier hat 360. Das heißt, das hier könnten wir gar nicht im Schnelldurchlauf mit so einem mittleren bedienen. Da müssen wir entweder zwei mittlere bauen oder schon einen Dreier. Aber ich weiß nicht, wie teuer sind die? Ui, 120. Dann müsste ich da ja
schon einiges für hinblechen. Oder wir machen halt erstmal die M. Da sind, also ich brauche da nicht die höchste Geschwindigkeit, um das auszuladen. Da reichen so wahrscheinlich sogar die S, weil die kosten dann auch weniger Leute, weniger Wartung. Ich glaube, da gehe ich tatsächlich erstmal auf die kleinen. Das würde mir vollkommen reichen. Und die können wir dann am besten mal in ein Storage laden, was eigentlich sogar im Idealfall baue ich das hier oder baue ich das eher hier oder weiß auch noch nicht, was mit dem Ding hier passieren soll. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir es hier hinstellen. Und dann machen wir hier nochmal einen Balancer hin. Anders machen so. Da ist die Frage, mit wie viel will ich da rein? Ich könnte da sogar theoretisch mit allen reingehen. Und dann vielleicht mit einem schnellen hier raus. Probieren wir das mal so. Und dann will ich auf jeden Fall den Diesel hier angebunden haben, dass da nicht immer einer hinfahren muss für den Rest des Spiels. Allerdings habe ich hier noch keine Pipeline. Der Diesel verläuft ja hier hinten lang. Da brauchen wir dann auch definitiv mehr Durchlauf. Oder ich mache nochmal eine Pipe von hier vorne lang. Das würde wahrscheinlich genauso gut gehen. Die kann ich auch schön hier vor einfach langziehen. Ja, das mache ich. Eben hier auf die ganzen Prios gucken. Wir haben hier einmal eine Prio out auf dem und dann haben wir einen Übergang in dem. Eigentlich will ich das dann etwas anders haben. So sieht's gut aus für mich. Und dann haben wir da automatisch noch Diesel und erst wenn das Ding. Warte mal, den müssen wir toggeln. So, hier kommt's rein, dann ist das die Prio und erst wenn der Tank da hinten voll ist und diese ganze Pipeline, dann kommt der Überlauf letztendlich in diese Storage rein. Okay, das können wir schon mal bauen. Ja, hier können wir eigentlich auch bauen und jetzt brauchen wir da noch mal auch eine Rampe. Machen wir erstmal eine kleine. Ich sehe noch nicht, dass wir da irgendwie was Größeres brauchen. Und dann können wir das schon mal anfangen zu bauen. Da brauchen wir auf jeden Fall Leute für. Zwei Arbeiter reichen da nicht. Dann gucken wir, dass wir gleich noch mal welche holen, wenn ich das Öl geholt habe.
Was? Warum fährt er jetzt so komisch hier rum? Wegen diesem Träger oder was? Ah, das ist ja doof. Der jetzt hier die ganze Zeit so scheiße rumfährt. Kann ich das nochmal ändern? Der Träger da eventuell anders steht. Woher ging das doch besser? Warum macht er da jetzt so einen Affentanz? Ah, ja, jetzt. Jetzt steht er wieder richtig. Kann er so stehen bleiben, wenn ich das so mache? Bitte sag mal, dass du stehen bleiben kannst. Jo. Hoffe ich mal, dass er das nächste Mal auch noch hinkriegt. So, ist schon fast alles gebaut. Ja, gut, die Leute habe ich nicht dafür. Die fehlen dann woanders. Und ich wollte ja sowieso noch mal auch hier so Dinge ausbauen. Brauche ich hierfür? Will ich den ausbauen? Nicht unbedingt. Da kriege ich ein Cargo-Schiff. Wieder. Ach, der fährt schon los. Was habe ich denn hier drin? Gar nicht genug. Da müsste ich auch noch mehr Arbeiter reinpacken. Aber wie viel Diesel verbraucht der Typ denn? 320 hat er geladen, okay. Und der kann jetzt hier 360 pro Ding. Also hier fast 6.000 kann er holen. So, wir haben die Mega-Vehicles. Und jetzt haben wir dann unser neues Vehicle Depot 2. Ne, 3. Quatsch, das hier. Das ist nochmal deutlich größer, deswegen kann man das alte nicht einfach upgraden. Das heißt, das muss auf jeden Fall weg. Da weiß ich aber noch nicht so genau, wo ich das machen will. Vermutlich irgendwie in so einem Industriesektor oder so, auf jeden Fall hier nicht so nah. Das Schiff sieht man leider immer noch nicht auf der Map, das Handelsschiff. Aber hier ist auf jeden Fall schon was raus. Aus der Sawmill und die muss ich auch auf jeden Fall nochmal upgraden. Ach, der ist schon wieder da. Okay, zack. So, ich glaube, das. Warte mal, wie viel haben wir denn hier? 60 mal 1, 2, 3, 60 mal 6. Und das muss doch der hier packen können. Ja, genau, der ist nicht ganz ausgelastet. Dann ist das für mich erstmal so in Ordnung, wie ich es gebaut habe. Jetzt erstmal das Lager vorlaufen. Ja, dann können wir jetzt einmal planen, wie wir das hier machen wollen. Oder ich baue einfach schon mal parallel welche auf. Wir brauchen dann auf jeden Fall Concrete Slabs und Iron. Am besten plane ich mir die auch mal als Gebäude hier. Concrete Slabs, die kriegen wir ja von hier. Jetzt, die kommen potenziell von hier irgendwie rein. Und Iron können wir, oder geben wir im Moment hier dahin, aber wir können es auch umdrehen. Hier drunter her. Und dann auch irgendwie hier rüber und auch hier lang, so dass ich, glaube ich, einmal hier vorne noch zwei mehr will und auch mit etwas Platz dazwischen. Das bringt noch ein bisschen Flexibilität rein. Concrete Slabs und Iron.
Moment, läuft das hier? Müsste ich ja eigentlich hier. Da hatte ich jetzt aber, hatte ich Iron oder Concrete Slabs? Concrete Slabs, okay. Und die habe ich auch hier geplant. Das passt. Und dann brauchen wir Iron. Das muss ich jetzt nochmal komplett neu bauen. Dieses Lager nervt mich hier ein bisschen. Das nimmt einfach zu viel von diesen Wegen auch hier weg. Ist das doof. Warum brauchen wir so viel? Die laufen aber alle mit Slag, ne? Haben echt zu viel Slag. Krass. Das kann ich aber auch hinter der Brücke machen. Und warte mal, da muss keiner rein ran. Das heißt, das würde optimal hierhin passen. Okay, perfekt. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz da. So, der geht jetzt prio auf das große Lager und wenn das nichts mehr kann, jetzt sagt mir nicht, ich komme da nicht dran. Oh Mann, nicht. Dann einmal da rein. Und da nehmen wir die gleichen Settings wie hier. Nee. Truck Export on, ja, genau so. Das bauen und ja, da müssen welche abreißen. Okay, dann den kann ich schon mal. Ups. Warte, habe ich den pausiert? Ich wollte den hier bauen. Und den bauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Teile. Und hier kommt noch kein Diesel oder nicht genug Diesel an. Was ist denn hier los? Produzieren wir nicht genug? Habe ich hier was falsch eingestellt? Na gut, wir haben hier, sind wir noch nicht mal voll. Ich glaube langsam. Oh, hier laufen irgendwie welche nicht. Die werden kein Fuelgas los. Der wird kein Steam los. Und die nehmen. Steam mehr an, weil müssen die eigentlich, die können Wasser pushen. Was ist das Problem? Fuelgas. Geht hier durch, hier in diesem Balancer und hat sogar die Prio.
der verbrennt das auch. Und wird jetzt kein Team los, weil der sich da mit den anderen battlen muss. Dann geht das hier in die Bearbeitung. Ansonsten hier lang, aber selbst das ist voll. Nicht zu viel Steam oder was? Können wir nochmal gucken. Wir haben auch im Tech Tree. Könnten wir aus Fuel Gas Hydrogen machen. Und mit Hydrogen. Was kann ich noch aus Fuel Gas machen? Kann direkt Diesel daraus machen. Mit der Cracking Unit. Okay, aber das muss ich, glaube ich, erst erforschen. Dann muss ich das mal überdenken, weil kann nicht sein, dass wir zu viel Steam haben und ich hier hinten die Kohle für Steam verbrenne. Also dann will ich das irgendwie noch für die Powerherstellung benutzen. Ein Steam. Dann bräuchte ich hier aber noch einen weiteren Balancer, um das vernünftig balancen zu können. Ich weiß nicht, ob ich da so easy den Platz für habe. Hier und hier geht das rein. Okay, ich versuche das mal wie folgt. Ich hoffe, ich mache da jetzt keinen Mist, aber wenn die das hier nicht mehr aufnehmen können und die kriegen die Prio, dann will ich das nach hier hinten geben. Und das wird jetzt eine relativ lange Pipe, die echt wieder doof platziert werden muss, aber es geht nicht anders. Die werde ich da hinsetzen. Scheint es jetzt aufgrund des Abgrunds hier irgendwie hat er da keinen Bock drauf. Nee. Dann müssen wir es so machen. Ich hoffe, dass das hier nicht störend ist. So, und dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir mit dem Steam machen. Der kommt ja hier jeweils raus. Nee, okay. Die gehen jetzt beide hier rüber, hier lang rein. Da muss ich mich eigentlich hier dran hängen. Hallo. Geh da drüber und manchmal markiert. Guck mal, manchmal dann markiert auf einmal das ganze Ding, obwohl ich das gar nicht will. So, da müssen wir jetzt schauen, den da hinsetzen.
dann einmal hier rein und hier rein. Hier rein und den da rein. Und damit müssten die jetzt einfach wie vorher auch ganz normal versorgt werden. Und jetzt kann ich mit ihm hier sehr geil da reinkommen und dann sagen, der hier ist Prio. Oh. Ups. So, und das können wir einmal bauen. Mega lange Pipe. Oh scheiße. Den müssen wir auf jeden Fall zügig bauen, dass es hier weitergehen kann. Truck cannot reach destination. Ah, scheiße. Genau das wollte ich vermeiden. Der kann jetzt nicht mehr hier ausladen. Deswegen wollte ich hier in der Mitte rum. Okay. Wenn es so geht, dann bitte so rum machen. Henker. Nein! Jetzt ist hier eingestürzt, oder was? Kriegt ihr das nicht hin? Mann. Neue Idee. So. So, kriegen wir es so hin, bitte. Ich bleib gleich aus. Ey. So, das einmal bauen. Hier einmal bauen. Jetzt wird schon wieder was eingestürzt. Was ist denn jetzt hier kaputt gegangen? Und warum?
ist wieder ein. Irgendwie komme ich gar nicht zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Mal Öl. Und das Holzding ist leer. Und hier ist immer noch kein Diesel angekommen. Hier sagt er sogar, das Kollaps bald. Warum das denn? Weil die hier rein wäre? Oh Gott, ey. Mann, ich fress den Besen, ey. Kommt nix an, oder was? Produzieren doch volle Lotti. Ja. So, hier kommt Steam an. Das ist ja schon mal was. Immerhin. Das heißt, die Boiler da müssen jetzt weniger laufen. Die hier laufen durch. Das sieht gut aus. Die laufen aber trotzdem noch, denn die haben ja die Prio und nur das, was über ist, wird da hinten hingegeben. Bräuchte unbedingt mal Leute, fällt mir gerade auf, die ja gar nicht besorgt habe. Dann kaufe ich zumindest mal 30 ein. Vielleicht können wir noch mal kurz den Wachstumsblocker da ausmachen. Kohle ist niedrig, Limestone ist niedrig. Limestone kann ich ein bisschen verstehen. Gut, Kohle sind auch nur zwei. Und die chillen sich hier einen Ast ab, weil die vier haben. Da nehmen wir doch mal einen rüber auf Kohle noch. Hier sind wir auch bald durch. Können hier einfach dahin weitermachen. Und hier langsam mal was an. Jetzt ja auch schon eine Tankstelle, die was wegzieht, aber ist ja nicht so, dass die Pipe voll ist, dass ich da irgendwie größere Pipes brauche, oder? Sind ja alles Level 2er und die sind nicht annähernd voll. Nutze hier einfach nicht genug. Habe ich noch ein Stromproblem? Weil der hier angeblich nichts los. Ah, jetzt habe ich wieder zu viel Wasser. Kann nicht zu viel Wasser haben. Ich brauche hier noch Felder und so einen Scheiß. Muss ich da auch Überläufe bauen. Wasser geht hier rein. Rio ist da. Und dann mache ich noch einen Überlauftank. Am besten für die Felder. Mal gucken, wie ich den am besten platziere. Warte mal, wir haben doch noch Okay, ich muss das ein bisschen umbauen, aber ich habe eine Idee.
Leider habe ich hier nicht so mega viel Platz, dass ich da ein, zwei von den kleinen Wasser Storages nehmen muss. So. Alles, was zu viel an Wasser da ist, kommt erstmal da rein. Das müsste schon mal die Situation gerade mal eben beruhigen. Aber der Balancer ist nicht an. Deswegen leitet er gerade nichts weiter. Scheiße. Kann die gerade ein bisschen Strom machen vielleicht? Kriege ich denn jetzt hier wieder Saft auf den Deckel? So. Ja. So, läuft wieder. So, jetzt folgendes. Wir ziehen hier erstmal nicht direkt von dieser Pipe Wasser ab, sondern die Felder werden von einem Balancer versorgt. Und der Balancer nimmt sich zuerst was aus diesem Tank. Und nur wenn der Tank nicht mehr liefern kann, dann geben wir hier das Wasser ins Feld. Dann müssten wir eigentlich das Problem aufgelöst haben. Hoffe ich. Nur schauen, ob das Feld dann auch genug zieht. Können wir theoretisch sogar ein Greenhouse raus machen. Nimmt das noch mehr Wasser auf. Der Boost hier kann mal raus. So. Mein Schiff hat schon ein bisschen Öl. Vielleicht greifen wir mal das Schiff an. So viele Warnings. Vor allem diese nervt mich so krass, dass das jetzt da frisch gebaut und schon... Oh. Ja, das liegt auch am Fuelgas. Viel Fuelgas, aber der Boiler, der muss doch jetzt dauerhaft laufen können. 48 Fuelgas, wie viel machen wir denn hier? Mit 10. Boost den mal kurz für eine Zeit. Um das Problem will ich mich später kümmern. So, was haben wir gefunden? Noch ein Cargo-Schiff und Electronics. Okay, dann... Oh, oh. Nicht hier los. Ihr könnt... Hier oben nichts dumpen. Oh, what? Der ist schon fertig. WTF. Das ging ja sowas von schnell. Jetzt, gegen wen kämpft er denn jetzt gerade? Ne.
eigentlich nicht gerade gewonnen? Das war irgendwie merkwürdig. So, hier läuft übrigens schon Concrete rein, das ist nice. Und das Schiff scheint irgendwann mal mit Diesel versorgt worden zu sein. Ich weiß nicht, ob es einen Truck da eingebracht hat. Oh fuck. Die sind beide schon voll. Jetzt läuft es hier gleich in das nächste Problem. Müssen wir unbedingt hier hinten genauso machen. Der darf sich hier nicht direkt bedienen. Sondern, ja, der muss da an. Ja, eigentlich brauche ich da gar keinen Balancer. Fällt mir gerade auf. Jetzt sofort erklären. So, wir haben hier das Ding, das produziert Wasser. Dann läuft das Wasser hier in Boiler 1, in Boiler 2. Die brauchen jetzt nicht mehr so viel Wasser, wie der produziert, weil wir ja noch Steam von woanders bekommen. Deswegen haben wir ein bisschen Wasserüberschuss. Das geht hier in die Tanks. Hier wollen wir die Tanks mit diesem Ding entlasten, denn der zieht zuerst aus den Tanks und versorgt dann A dieses Feld, dann läuft es hier weiter, versorgt hier B das zweite Feld und C das dritte Feld. Und in Summe sollten die jetzt eigentlich genug ziehen, dass hier mal was rauskommt, aber ETF. Irgendwie. Das ist gerade nicht der Fall. Ich hoffe, das wird gleich noch was. Zumindest wenn das Feld hier geupdatet ist. So, jetzt habe ich endlich die Recycle Edicts am Start und das werde ich mal direkt einsetzen. Und ich nehme mal den Maintenance Saver raus und sage hier, die Unity geben wir in Recycling. Dann produziert er einfach hier ein bisschen mehr Ressourcen. Leute, macht mal hier was. Überall, das kann doch nicht sein, ey. Da ist so viel Wasser, ey. Sehr heftig. Was mit den Pumpen hier? Die geben die ganze Zeit Gas. Warum? Wahrscheinlich wegen dem hier. Notwendig diese Versorgung da auch noch mit dran, ey. Das ist ja unfassbar. Wann brauchen denn diese Felder mal wieder Wasser? Immer noch kein
kein Diesel an. Ja, ein ganz bisschen kam da gerade rein. Da läuft direkt ins Schiff. Zu wenig Strom. Irgendwas läuft hier wieder nicht, wie es soll. Der hier kann nichts rausgeben. Geisteskrank, dann gehe ich hier auch noch mit dran. Ist irgendwas falsch oder so? Warum habe ich hier so viel Wasser? Da so viel Steam an, vielleicht auch weil ich den hier gerade geboostet habe. Mal gucken. Okay, die Fuel Gas Pipe ist jetzt komplett leer. Ich glaube, das lag ein bisschen mit daran, dass er durch den Boost quasi einen von den Coal Boilern komplett ersetzt hat. Jetzt sollte es besser laufen. Okay, und die Worker habe ich auch gleich voll. Dann können wir jetzt mal so ein Gammelschiff hier angreifen. Okay, dann komme ich jetzt hoffentlich langsam mal dazu, hier endlich eine Iron-Produktion ans Laufen zu bringen, wobei ich eh dauerhaft zu wenig Iron habe scheinbar. Aber der kann kein Iron rausgeben. Das liegt bestimmt daran, dass wir hier so Level 1er Conveyor Belts am Start haben. Aber gut, weil dann kann ich schon mal anfangen, direkt mal mit einem Feuer irgendwie zu starten. Na. Ich glaube, die muss ich dann aber alle neu bauen, wenn ich da jetzt auf die andere Seite will, weil das läuft ja dann quasi in das Ding rein. Ich fange mal mit einem an. Ach, nee, ich Idiot. Ich glaube, ich hatte nur den falschen Belt gerade ausgewählt. Naja, egal, wir machen es mal so. Wir gehen jetzt hier hin. Gehen dann hier drunter her. Und gehen da rein. Und das können wir bauen. Eigentlich habe ich hier sogar noch genug Platz. Ich mache das noch ein bisschen anders. Und zwar sage ich, hier ein Valencer. Der geht da rein. Das nicht, wenn der dahin geht. Das mag er scheinbar nicht. Dann eben so. So, 1, 2, 3, 4 Ausgänge.
Dann Io nach da und wenn der nichts mehr aufnehmen kann, dann zurück. Ein Zweier, dann müsste ich den auch nochmal upgraden. Ein Zweier. Das Problem ist, glaube ich, ich kriege jetzt gar keine roten, bis das hier fertig ist. Und so. Ist wahrscheinlich. Iron war das, ne? Canola Seeds und wieder Electronics. Und ich bin auch schon zurück. Red. Alles klar. Dann 0 Workers. Bin ich voll? Nee. So, sehr nice. Dann kann ich auch das quick bilden. Dann machen wir halt das Lager zuletzt. Jetzt habe ich so viel Kleinkram gemacht, dass ich eigentlich fast gar nicht zu dem gekommen bin, was ich wollte, nämlich hier meine Station, ja, für Construction Parts aufbauen. Aber durch die ganzen Probleme mit Strom etc., mit dem ganzen Steam, was hier noch ankommt, guck mal, wie viel hier drin ist. Gar nicht so wenig. Doch, die müssen da ran, sonst können die, glaube ich, nicht da durch. Auch das muss ich nochmal machen. Hier die Conveyor Belts dran machen. Dass die Ressourcen von hier unten kommen. Auch hier, wie schnell wir das aufgeschüttet haben. Ich mache das jetzt noch ein bisschen breiter und dann können wir schon mit dem Rock eine Rampe bauen. Genau, die haben jetzt nichts mehr zu tun. Könnten theoretisch eigentlich mal einfach mal das hier wegkloppen. Warum auch nicht? Da könnte sogar noch ein bisschen brauchbares Zeug mit drin hängen. Ein bisschen Copperohr. Können wir da auch noch mal eine Verbindung notfalls drauf machen. Sieht es hier aus. Das Lager ist komplett voll. Würde ich auch gerne mal upgraden, wenn ich das Material dafür hätte. Er macht nichts, er hat keinen Rubber. Okay, Rubber scheint ein Problem zu sein. Stimmt. Oh. Und kein Sulfur. Warte mal. Was machen wir? Der produziert das ja. Was war hier das Problem? Warum haben wir so wenig Sulfur? Und das Sulfur geht komplett für Acid drauf, sodass wir nichts mehr für Rubber haben. Ja, ab und zu geht was rüber. Dann geht das hier rein. Und dann kommt es hier hinten an, aber ist zu wenig. Der verarbeitet mehr
als er produziert, glaube ich. Manchmal kann er kein Ammonia machen, weil der hier irgendwie... I don't know. Habe ich gerade keinen Kopf für. Bin noch immer in Gedanken bei dem Ding hier. Aber es sind so einige Dinge, die gerade nicht wirklich rund laufen. Aber das meiste passt. Zumindest die wichtigen Sachen. Strom passt im Moment. Diesel könnte mehr sein. Also ich muss, glaube ich... Ah, jetzt habe ich natürlich die Rampe hier. Auch dämlich. Nee, das bringt so nix. Ja, ich muss hier, glaube ich, mal diese Fabrik erweitern. Weiß nicht, ob das noch mehr Probleme schafft. Da muss ich noch mal kurz drüber nachdenken. Habe ich auch wieder mehr Sour Water, brauche wieder mehr von dem Zeug, etc. Ja. Aber früher oder später wird das eh notwendig sein. Da der Diesel jetzt schon immer knapp ist und hier kaum was ankommt. Also eigentlich dürfte hier auch in dieses Fass nie was einkommen. Weil das ja eigentlich die letzte Prio erst ist. Es kommt ja schon hier nie was an. Weil die ganzen Tankstellen sich schon alles wegschnappen. Ja, alles nicht so optimal gerade, aber wir kriegen es mit Sicherheit hin. Ich hoffe, die Folge war nicht allzu langweilig. Was ist hier schon wieder los? Kriegen das nicht mehr gebacken zu zweit oder was? So, hilft das? Gucken wir mal, was hier los. Sieht okay aus. Aber der fährt ganz hier hinten hin. Warum wirft er das nicht hier einfach hier vorne weg? Das ist doch... Ah, okay, das ist nicht mehr in Tower Range. Ja, ich laber glaube ich auch gerade zu wenig. Ich beende mal die Folge. Wie gesagt, ich hoffe, es war noch einigermaßen lehrreich oder unterhaltsam. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.